Vis-à-vis von Rania und Hermanns Strandbar befindet sich das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Verkehr. Da, wo die Vorratsdatenspeicherung umgesetzt wurde und seit 1. April gesetzlich gilt. Die Ärztekammer lud daher zu einer Pressekonferenz, da sie die Gefahr eines Überwachungsstaates sah, in Kombination der Vorratsdatenspeicherung und das Projekt ELGA. Schalten wir jetzt zur Pressekonferenz der österreichischen Ärztekammer. Es spricht Dr. Walter Dorner mit Andreas Gisch von AK Vorrat. Ich möchte begrüßen eine Unterstützungserklärung für die Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung wird persönlich von Herrn Dr. Walter Dorner, Präsident der österreichischen Ärztekammer, geleistet. Hier gibt es eine Interaktion, die Ärzte besonders betreffen. Dazu wird Ihnen der Herr Präsident vielleicht einige Worte sagen und dann begrüßen wir auch ganz, ganz herzlich den Obmann, glaube ich, ja, der Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung, Herrn Magister Andreas Gisch. Ganz herzlich willkommen in unserem Hause. Sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass die Initiative hier gegen Vorratsdatenspeicherung der vorliegenden Form auch daran gedacht hat, die Ärzte zu kontaktieren. Und ich persönlich freue mich besonders, denn wir dürfen nicht vergessen, dass dieses ganze Instrument der Vorratsdatenspeicherung ja eine sehr, sehr heikle Maßnahme ist, die ja auch auf das ärztliche Berufsgeheimnis wesentliche Auswirkungen haben kann. Und wir haben ja ein besonders sensibles Vertrauensverhältnis hier zwischen Arzt und Patient. Und die Gefahr, dass das natürlich unterminiert wird, ist enorm groß und besteht natürlich vordergründig. Vor allem darf man nicht vergessen, dass eine Kommunikation zum Beispiel über Kommunikationspartner und mit Kommunikationspartnern ja bereits Rückschlüsse zulassen kann. Was ist mit dem Menschen los? Was ist mit dem Patienten los? Und es ist eindeutig dann nachvollziehbar, wer und was vielleicht er mit dem Arzt kommuniziert hat. Eine wirklich gefährliche Sache. Für mich persönlich ist es auch eine ganz schlimme Positionierung, die man hier trifft, weil ja durch die Protokollierung auch die Wahl des Standortes nachvollzogen werden kann, wo sich ein Patient gerade aufhält oder in welcher Reihenfolge er die Ärzte konsultiert hat oder in welcher Situation er war, ob er vielleicht gerade in einem psychischen Ausnahmezustand ist. Alles das sind Parameter, oder ob es sich um einen Suchtkranken handelt, der gerade in einer Rehabilitationsphase ist. Also alles das sind ja Parameter, die eine fast in meinen Augen unüberspringbare Hürde darstellt und die sich eine Hürde als diese auch darstellt. Ich möchte es nicht haben, zum Beispiel, wenn ich jetzt für den Fall, dass ich ein anonymer Alkoholiker wäre und ich würde also in der Organisation anrufen und mir dort eine Hilfe holen, dass das also auf welchen Wegen auch immer dann publiziert wird. Ich möchte auch nicht haben, dass aus dieser Situation heraus ganz einfach der hilfsbedürftige Patient gleichgestellt wird mit einer kriminellen Handlung. Das kann es doch nicht geben, das darf doch nicht sein in einem demokratischen Land wie Österreich ist. Und ich warne davor, dass wir diese Möglichkeiten, wie sie da aufgezeigt werden, so bestehen lassen. Wir sind ein demokratisches Gefüge und wir sind kein Überwachungsstaat. Und ich werde dafür alles tun. Meine ganze Persönlichkeit, mein Leben lang noch einsetzen, dass es schon sehr weit fortgeschritten ist, aber dass es das in Österreich nicht geben kann. Ich unterstütze es als Arzt, als Präsident der österreichischen Ärztekammer, als Bürger dieses Landes, aber ich unterstütze es auch als potenzieller Patient, weil auch ich kann es vielleicht einmal als Patient brauchen oder es kann mich als Patient treffen und daher werde ich diese Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung auch unterzeichnen
und mich dafür stark machen, dass auch noch viele andere Österreicherinnen und Österreicher hier den Ernst der Lage erkennen und mit tun. Ich danke, dass Sie auch an mich gedacht haben. Dankeschön. Herr Magister Gisch, vielleicht auch, was Sie so einige Worte bitten. Ja, Präsident Dorner hat schon sehr viel vorweggenommen. Ich denke, die wesentliche Auswirkung der Vorratsdatenspeicherung, insbesondere im Verhältnis Arzt und Patienten, ist, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden gestört wird, dadurch, dass diese Daten aufgezeichnet werden. Das Problem dabei ist, dass dort, wo große Datenmengen verfügbar sind, auch immer die Gefahr besteht, dass diese Daten in falsche Hände geraten, dass damit die Daten für Zwecke verwendet werden, für die sie an sich nicht gedacht werden. Und genau diese Gefahr ist es, die potenziell auch dazu führen kann, dass Menschen nicht mehr zum Arzt gehen, wenn sie besonders sensible Probleme haben, wenn sie in einer besonderen schwierigen Situation sind. Und insofern ist es, denke ich, wichtig, nicht nur zu sehen, dass die Vorratsdatenspeicherung generell die grundsätzliche Vertrauenswürdigkeit und das Vertrauensverhältnis unserer Kommunikation beeinträchtigt, sondern auch das Vertrauensverhältnis zwischen besonders sensiblen Berufen wie den Ärzten, Rechtsanwälten und anderen geschützten Berufen und deren Klienten, wie zum Beispiel den Patienten. Es muss auch weiterhin möglich sein, vertraulich miteinander zu kommunizieren. Das ist in einer demokratischen Gesellschaft wesentlich. Und es ist auch für das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten wesentlich, dass diese Kommunikation von niemandem mitprotokolliert wird und nicht belauscht oder nachvollzogen werden kann. Und insofern freue ich mich besonders, dass der Präsident sich entschlossen hat, unsere Verfassungsklage zu unterstützen und mit uns gemeinsam gegen diese Maßnahme vorzugehen. Dankeschön. Ich möchte noch eine Querfrage. Mit den Mosaiksteinchen Vorratsdatenspeicherung und ELGA schließt sich also der Strick um den Hals des Bürgers, der Bürgerin. Ne? Ganz klar, weil auch mit ELGA ist natürlich das Problem, dass es da sehr große Datenmengen gibt, die zusammengeführt werden. Und da ist es ja derzeit so, dass nicht vorgesehen ist, dass der Patient zustimmt, dass seine Daten verarbeitet werden, sondern dass generell einmal die Daten verarbeitet werden, solange er nicht explizit sagt, nein, das soll nicht passieren. Und das Problem dabei ist natürlich, dass der Patient da in einer sehr schwierigen Situation ist. Er geht zum Arzt als sehr geschwächter, in einer sehr geschwächten Situation, wo er Hilfe braucht, wo er generell in seiner ganzen Tätigkeit eingeschränkt ist, weil er ein medizinisches Problem hat und soll mit dem Arzt oder der Sprechstundenhilfe oder wem auch immer dort dann verhandeln, was mit seinen Gesundheitsdaten passiert. Das ist von der Situation her etwas, was ich an sich erstens nicht verstehe und zweitens auch von der Sensibilität der Daten her für sehr problematisch halte. Daher soll es unbedingt umgekehrt sein, dass die Daten nur dann in ELGA erfasst werden, wenn der Patient ausdrücklich zustimmt und sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Darüber hinaus müssen natürlich auch entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Also Datenverschlüsselung ist ganz wichtig. Gesundheitsdaten sind auch im österreichischen Datenschutzgesetz als sensible Daten eingestuft, die besonderes Schutzniveau erfordern. Das heißt, man muss da sehr gründlich damit umgehen und sich auch überlegen, wer darf auf diese Daten alle zugreifen. Beispielsweise ist es vielleicht für meinen Augenarzt nicht erforderlich, auch die Befunde meines Orthopäden zu kennen oder über meine Blinddarmoperation vor 5 Jahren informiert zu sein. Das heißt, man braucht auch da einen konkreten Zugriffsschutz und eine konkrete Freigabe, wer was zu welchem Zeitpunkt sehen kann. Und da ist die Zustimmung des Patienten aus meiner Sicht unerlässlich. Also insofern schließt sich der Kreis. Wir haben einerseits die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten, die mitprotokolliert wird, und andererseits in ELGA das Problem, dass da dann auch die medizinischen Daten minutiös aufgelistet werden. Vielen Dank, Herr Magister Gisch. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir offiziell zur Unterfertigung kommen, vielleicht so, dass das ÖK. Herr Präsident, damit ich Sie beide auf dem Foto habe, rutschen Sie vielleicht noch erklären, damit haben wir das Logo in der Mitte zwischen Ihnen. Genau, wunderbar. So, unser Mikro. Das ist ja. Danke für uns. So, darf ich Sie noch einmal, wenn Sie unterschreiben, genau, also mit dem Blick zu mir, genau, kurz noch so, so, dass wir das da haben. Und jetzt können Sie noch einmal kurz einen Check machen, während ich den Vertrag sehe, so. Ein Check, Vertrag. Genau, und jetzt, genau, perfekt, das ist genau. Danke sehr. Schön. Dankeschön. Ja, auch. Ich glaube, wenn Sie Fragen an den Herrn Präsidenten, Herrn Magister Gisch haben, bitte Sie zu stellen. Ich hoffe, die Herren sind noch bereit, welche zu beantworten. Wenn nicht, dann darf ich bitten, sich ein bisschen zu stärken
und die Herren stehen vielleicht in einem vertraulichen Gespräch für die Journalisten, Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Ja, kurze bitte. Frage. Gibt es irgendwelche, zum Beispiel internationale oder aus dem Ausland, Erfahrungen oder Daten, wie sich sowas auswirken kann, dass zurückgeht dann oder dass Leute weniger zum Ort gehen? Oder gibt es, wie ist das in anderen? Nein, wir wissen von vielen europäischen Ländern, zum Beispiel, wo man Elga einführen wollte, dass die Briten ganz einfach aussteigen mussten, weil es hier eine große Selbsthilfeorganisation sich aufgebaut hat. Das war das Big Anti-Elga Community, sodass man sich entschlossen hat, dort auszusteigen. Das hat immerhin der britischen Regierung und dem britischen Staat 22 Milliarden Euro gekostet. Aber der Ausstieg war noch immer billiger. Und das Zweite, was war, es sind auch die Holländer mit ihrem System nicht zufrieden gewesen. Auch die haben es eingestellt. Und die Deutschen sind ja auch umgestiegen, wie man weiß. Die haben also die Elga-Situation so, wie man es bei uns geplant hat, überhaupt ausgecheckt. Und probieren jetzt oder testen jetzt einen Mikrochip oder einen Chip, den der Patient im Eigentum hat und den er eben als auch mit Goldkettchen um den Hals tragen kann. Und wenn er zum Arzt geht, nimmt er den herunter, steckt ihn ein und er kriegt alles drauf, was er hat, hat immer seine Daten bei sich. Und wir haben ja schon einmal vorgeschlagen, es wäre ja eine günstige Sache, so wie man ein Kind, wenn es zur Welt kommt, ein Kreuzerl schenkt, dass man halt ein Kreuzerl schenkt und die Republik schenkt ihm so einen Mikro-Stick dazu. Das gibt es heute, da kann er sein ganzes Leben darauf speichern und dann soll er es um den Hals tragen und dann hat er immer alles bei sich und das ist wahrscheinlich der beste Schutz auch vor Missbrauch, außer er verliert ihn, dann soll er mal die Republik einen neuen schenken. Das betrifft jetzt also Systeme, die mit Elga vergleichbar sind. Da gibt es jede Menge, wie der Herr Präsident gesagt hat, bereits negative Erfahrungen, die sehr, sehr teuer gekommen sind. Was die Vorratsdatenspeicherung betrifft, wie schaut es da aus? Da sieht man zum Beispiel in Polen sehr gut, dass dort, wo große Datenmengen vorhanden sind, auch entsprechende Begehrlichkeiten geweckt werden. Es ist kürzlich die Statistik für das Jahr 2011 bezüglich der Zugriffe auf die Vorratsdaten in Polen bekannt geworden. Dort sieht die Sache so aus, dass auf die Vorratsdatenspeicherung innerhalb oder auf Daten der Vorratsdatenspeicherung innerhalb eines Jahres 1,8 Millionen Mal zugegriffen worden ist. Das heißt, 1,8 Millionen Zugriffe auf Kommunikationsdaten von Menschen in Polen. Die Frage ist, Vorratsdatenspeicherung wurde geschaffen für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass in Polen 1,8 Millionen schwere Straftaten bzw. terroristische Straftaten begangen werden, die derartige Zugriffsmengen rechtfertigen. Insofern sieht man da ganz deutlich, dass die Schwelle für die Zugriffe immer weiter sinkt. Man beobachtet das auch in anderen Bereichen, wo Datensammlungen stattfinden, dass es immer niedriger wird, die Zugriffsschwelle und für immer geringere Delikte oder immer geringere Anlässe sozusagen auf diese Daten zugegriffen wird. Und entsprechend ist das auch hier zu befürchten und eine große Gefahr für unsere Daten. Dankeschön, Herr Magister. Noch zusätzliche Fragen? Die Pressekonferenz ist vorbei. Wir haben Herrn Dr. Walter Dorner gebeten zu einem Interview und fragen ihn, wie es mit dem Verhältnis der Vorratsdatenspeicherung im Einklang ist mit Ärzte- und Patientengesprächen und was ihn bewogen hat, die Verfassungsklage.at zu unterzeichnen. Mein Name ist Walter Dorner, bin zurzeit der Präsident der Österreichischen Ärztekammer und schließe mich eben dieser Verfassungsklage aus ethischen und moralischen Gründen für das Arzt- und Patientenverhältnis. Zu dem jetzigen vorliegenden Elga-Entwurf kann man überhaupt keine Pro-Stimme abgeben. Es sind so viele gravierende Fehler drinnen, dass man es besser eigentlich schubladiert hätte oder am besten verbrannt und neu aufgestellt hätte. Immerhin hat das der Herr Bundesminister fast 3 Jahre oder fast 5 Jahre gebraucht, um über dieses wichtige Thema eine parlamentarische Enquete zu initiieren, die jetzt irgendwann in den nächsten 3 Wochen stattfinden soll, wo Experten auch dann
den Mandataren und den Politikern berichten, was hier überhaupt läuft und was überhaupt ist. Also im Moment kann ich Ihnen nur auf Ihren Satz antworten. Zurzeit ist dieser Entwurf nicht brauchbar. Das ist ein Pfusch von vorne bis hinten. Es ist nicht einmal ein Flickwerk, es ist nicht einmal ein Stückwerk. Es ist ein Kartoffelsack, der nur Löcher hat. Und welche Rolle spielt jetzt die Vorratsdatenspeicherung für Sie aus kritischer Sicht? Naja, die Vorratsdatenspeicherung ist bereits der beste Beweis dafür, wie löchrig es und derlei Systeme ja im Moment sind und wie wenig man hier auf diese Beziehung Rücksicht nimmt und wie gefährlich es hier eigentlich ist. Es kann der Standort des Patienten festgestellt werden, es kann der Standort des Arztes fixiert werden. Man sieht es an, zu welchem Arzt der Patient gegangen ist, aufgrund der Kommunikationen. Man hat es an alle Möglichkeiten hier, um den Menschen schon allein mit der Vorratsdatenspeicherung zu durchleuchten. Wenn jetzt dann Elga noch dazukommt in der Form, dass man nicht freiwillig hineingeht und dass auch der Arzt nicht freiwillig hineingeht, ja, dann hat man den totalen Überwachungsstaat und da brauche ich sonst nichts mehr dazu sagen. Welchen Grund war es für Sie, das jetzt zu unterschreiben und würden Sie das auch anderen empfehlen zu unterschreiben? Ich würde es jedem empfehlen zu unterschreiben, denn selbst Experten, die an dieser Vorratsdatenspeicherung maßgeblich auch am Piloten mitgearbeitet haben, was ich weiß, haben da mit unterschrieben, weil sie eben noch Fehler entdeckt haben. Das heißt, dass man auch ein vermutlich perfektes Produkt noch immer nicht perfekt am Markt hat. Und daher ist am besten, man lässt es überhaupt. Andreas Grisch von Agravorrat haben wir ebenfalls zu einem Interview und werden ihn mal fragen, wie viele Personen haben das schon unterzeichnet und wie lange kann man hier sich noch an dieser Initiative beteiligen. Ich bin Obmann des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung und heute hier in der Ärztekammer, wo Präsident Dorner unsere Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung unterstützt hat und eine Vollmacht. Ja, die Verfassungsklage gegen Vorratsdatenspeicherung hat inzwischen über 8000 Unterschriften bekommen. Das heißt, das sind Unterschriften, die bereits auf Papier bei uns eingelangt sind, die wir bereits verifizieren konnten und die gültig sind. Darüber hinaus haben insgesamt fast 20.000 Menschen bereits das Formular ausgefüllt und heruntergeladen. Die restlichen Unterschriften werden uns hoffentlich in den nächsten Tagen noch auf dem Postweg erreichen. Und ja, wir hoffen daher, dass wir auf jeden Fall die 10.000er-Marke überschreiten werden und sind damit jedenfalls die größte Verfassungsklage in der Geschichte der Zweiten Republik. Die Vorratsdatenspeicherung betrifft unser aller Kommunikationsverhalten. Das heißt, es wird protokolliert, wer wann mit wem von wo aus telefoniert, wer wem ein E-Mail schreibt, wer sich wann mit dem Internet verbindet. Und damit ist unsere Kommunikation flächendeckend überwacht. Das heißt, es gibt in Österreich mit der Vorratsdatenspeicherung keine vertrauliche und anonyme Kommunikation mehr. Das ist hier in der Ärztekammer natürlich ein besonderes Anliegen, weil das Verhältnis zwischen Arzt und Patienten ein starkes Vertrauensverhältnis ist und es da natürlich problematisch ist, wenn dieses Verhältnis von anderen mitprotokolliert wird und aufgezeichnet wird, wer wann mit seinem Arzt telefoniert oder ihm eine E-Mail schreibt, einen Termin vereinbart oder ähnliches. Insofern sind wir alle davon betroffen, aber es geht auch darum, wie in Zukunft unsere Kommunikation generell gestaltet sein soll. Sollen wir wirklich in Zukunft keine Möglichkeit mehr haben, anonym und vertraulich miteinander zu kommunizieren, dann ist Vorratsdatenspeicherung das richtige Mittel. Wir sind allerdings der Meinung, dass dies eine falsche Entwicklung ist und in einer demokratischen Gesellschaft sehr problematisch. Daher initiieren wir die Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung. Man kann sich jetzt noch bis zum 18. Mai dieser Verfassungsklage anschließen und die Vollmacht zusenden und ungefähr eine Woche später werden wir diese Klage dann beim Verfassungsgerichtshof einbringen. Ja, die Unterstützung, die Vollmachten für die Verfassungsklage kann man unter www.verfassungsklage.at unterstützen. Dort füllt man seine Daten aus, bestätigt, dass man einen Internetanschluss bzw. einen Telefonanschluss auf sich angemeldet hat, bekommt das Formular dann zugesandt und schickt dieses unterschrieben per Post an den Agravorrat. Die Adresse steht auf dem Formular. Danke für die Unterstützung. Ja, wie ihr seht, stehe ich immer noch vor dem Amtssitz des Gesundheitsministeriums und des Verkehrsministeriums, beide für die Umsetzung entweder der Elga oder für die Vorratsdatenspeicherung verantwortlich. Und ja, bis 18. Mai könnt ihr noch auf www.verfassungsklage.at gegen die Vorratsdatenspeicherung unterschreiben.
und sagt das weiter, schickt diesen Link weiter, liked uns und ich sage danke, euer Manfred Tetschik von Netwatcher TV. Radio Netwatcher.